Wenn es kälter draußen wird, da hat man ein bisschen andere Probleme als im Sommer mit seiner Pflege. Und über diese Pflegeprobleme spreche ich heute in diesem Video. Witterungsbedingt bekommen wir im Winter einfach ein paar andere Probleme als zu anderen Jahreszeiten. Und über diese Probleme spreche ich, nicht nur über diese Probleme, sondern ich gebe euch auch gleichzeitig noch eine Lösung mit auf den Weg, um dieses Problem im Winter in den Griff zu bekommen. Heute geht es in diesem Video um die Top-Pflegetipps für den Winter. Erstes Problem, was man vor allem im Winter sieht, ist schuppige Haut. Denn die Haut ist grundsätzlich ja erstmal wesentlich trockener als zum Beispiel im Sommer. Gerade dann auch, wenn du dazu neigst, trockene Haut zu haben. Und es kann unter Umständen sein, dass du hier oder da Hautschüppchen hast. Gerade zum Beispiel bei mir jetzt, bei meinem Bart, sieht man das ganz doll, dass im Bart dann vielleicht sogar das ein oder andere Hautschüppchen hängen bleibt. Und das möchte man natürlich auf gar keinen Fall. Und man versucht, das natürlich irgendwie zu vermeiden. Und um dieses Problem zu vermeiden bzw. ein bisschen in den Griff zu bekommen, empfehle ich euch, eine elektronische Gesichtsreinigungsbürste zu verwenden. Mit einer elektronischen Gesichtsreinigungsbürste kann man nämlich nicht nur seine Haut bis in die letzte Pore porentief reinigen, sondern man kann auch alte, abgestorbene Hautzellen ideal so mit einer elektronischen Gesichtsreinigungsbürste abtragen. So eine elektronische Gesichtsreinigungsbürste hat nämlich pulsierende Silikonnoppen und mit diesen könnt ihr nicht nur eure Haut wirklich mega gründlich reinigen, sondern ihr könnt auch alte Hautschüppchen einfach abtragen. Und gerade wenn ihr auch zum Beispiel ein Bartträger seid, so wie ich, ist so eine elektronische Gesichtsreinigungsbürste wirklich ideal. Und das Gute, gerade auch im Winter, nach der Anwendung so einer elektronischen Gesichtsreinigungsbürste, ist deine Haut einfach viel aufnahmefähiger und kann einfach Pflegeprodukte viel besser aufnehmen, was natürlich auch noch ein richtig guter, positiver Effekt ist. Zweites Problem, viele Leute bekommen im Winter nicht nur trockene Haut, sondern bekommen zusätzlich auch noch trockene Haare. Haut, Haare, Nägel ist ja sowieso so ein Zusammenspiel, aber trockene Haare, da hat irgendwie keiner Bock drauf. Egal, ob du lange Haare hast, kurze Haare hast oder gerade deine Haare lang wachsen lässt, trockene Haare ist gar nicht cool. Aus dem Grund greifen auch viele Leute, die halt dazu neigen, trockene Haare zu haben, gerade im Winter häufiger oder regelmäßiger zu Haarkuren bzw. Haarmasken, um einfach die Haare ausreichend mit Feuchtigkeit zu versorgen und dem Austrocknen entgegenzuwirken. Mit so einer Haarkur kannst du deinen Haaren einfach echt viel Feuchtigkeit spenden und die Haarkur kannst du einfach nach dem Duschen zum Beispiel ins Handtuch trockene Haar einarbeiten, ein bisschen einmassieren, dann lässt du die Haarkur so ungefähr 10 bis 20 Minuten wirken, spülst das Ganze anschließend wieder aus und fertig. Alternativ oder auch ergänzend zu der Haarkur kannst du zum Beispiel auch noch ein Arganöl verwenden, um deine Haare einfach gerade im Winter ordentlich zu stärken und gut mit Feuchtigkeit zu versorgen. Drittes Problem, was man vor allem im Winter hat, ist das Problem von trockener Haut, also von grundsätzlich trockener Haut. Und gerade an Stellen, wie zum Beispiel an den Ellbogen, wo die Haut zum Beispiel ja eckt, sage ich jetzt mal, gerade da hat man wirklich ganz oft sehr trockene Haut. Und auch an anderen Stellen kann es natürlich zu trockener Haut kommen, gerade auch dann, wenn man dazu veranlagt ist, eher trockene Haut zu haben. Und um halt dieser rissigen, spröden, trockenen Haut entgegenzuwirken, empfehle ich, regelmäßig eine Bodylotion zu verwenden. Nach dem Duschen am besten direkt die Bodylotion auftragen, deinen ganzen Körper schön mit der Bodylotion einmassieren, dass auch wirklich überall deine Haut ordentlich mit Feuchtigkeit versorgt wird. Und dann danach auch ein bisschen warten, also nicht einfach duschen, mit Bodylotion eincremen und dann direkt die Klamotten anziehen, sondern einfach ein paar Minuten warten, denn die Bodylotion muss ja auch erstmal einziehen, ansonsten habt ihr nachher eure ganze Klamotten voll mit Bodylotion. Und das wollt ihr auch nicht. Und gerade wenn du ein Problem mit sehr, sehr trockener Haut im Winter hast, dann kannst du auch mal überdenken, ob du vielleicht deine Bodylotion im Winter vielleicht wechselst. Denn es gibt gerade für den Winter extra Bodylotions, die sehr viel Feuchtigkeit spenden. Viertes Problem, was wohl jeder kennt und auch wohl jeder irgendwie schon mal gehabt hat, ist das Problem mit trockenen, spröden und rissigen Lippen im Winter. Gerade aufgrund der enormen Temperaturunterschiede zwischen draußen und drin und auch aufgrund der, ja, sag mal, trockenen Kälte in Deutschland, ist es halt so, dass die Lippen halt besonders anfällig sind. Die Lösung dazu scheint relativ einfach. Legt euch einfach eine gute Lippenpflege zu und versorgt auch eure Lippen gut mit Feuchtigkeit. Und aufgepasst jetzt, greif jetzt nicht direkt zum nächsten Labello, sondern schau wirklich, dass du eine gute Lippenpflege bekommst mit natürlichen Inhaltsstoffen, denn das ist wirklich richtig wichtig für deine Lippen. Ansonsten ist es nämlich bei mir zum Beispiel so, dass meine Lippen immer noch trockener und trockener werden, wenn ich irgendeine Lippenpflege drauf mache. Klare Empfehlung meinerseits, da gibt es nämlich so eine Baby- und Kindercreme, die funktioniert für trockene Lippen super. Also ich habe damit echt gute Erfahrungen gesammelt. Also die könnt ihr vielleicht mal ausprobieren. Ansonsten beschäftigt euch einfach ein bisschen mit dem Thema Lippenpflege bzw. schaut, was für Inhaltsstoffe drin sind und dann seid ihr good to go. Nächstes Problem, trockene Haut respektive im Gesicht. Bei manchen Leuten ist es nämlich so, dass sie vor allem zum Beispiel am Augenlid oder an der Nase extrem trockene Haut im Winter haben und das ist natürlich gar nicht geil. Dann schuppt die Haut natürlich auch. Ja, und um dieses Problem zu vermeiden, empfehle ich auch nachts eine Feuchtigkeitscreme zu verwenden, damit auch die Haut nachts ordentlich mit Feuchtigkeit versorgt wird. Und es ist auch gar nicht schlimm, wenn man zum Beispiel vor dem ins Bett gehen einfach seine Haut nochmal schön mit einer Feuchtigkeitscreme eincremt, auch wenn morgens vielleicht noch irgendwie Cremerückstände
in deinem Gesicht sind, macht nichts. Die Haut zieht sich einfach die Feuchtigkeit über Nacht, die sie braucht, ja, und du den nächsten Morgen dann vielleicht noch irgendwelche Rückstände im Gesicht hast, wäsch die einfach ab und fertig. Also klarer Lösungsvorschlag, nachts, bevor du dich ins Bett legst, nutze noch eine gute Nachtcreme und dann kannst du dich auch zufrieden und ruhig in dein schönes Bettchen legen. Sechstes Problem, was man ebenfalls sehr oft im Winter hat, ist das Problem mit trockenen Händen und eingerissenen Fingernägeln. Gerade in Zeiten von Corona ist es natürlich so, dass man sich auch verhäuft jetzt die Hände wäscht, die Hände desinfiziert. Und was macht das mit unseren Händen? Das trocknet unsere Hände noch mehr aus. Wenn du jetzt zum Beispiel so einen Handwerksberuf hast, ja, und viel auch mit deinen Händen arbeiten musst und dann zusätzlich auch noch deine Hände ganz oft waschen musst und noch desinfizieren musst, ja, das trocknet deine Hände einfach aus. Und dann kriegt man einfach so trockene, spröde und rissige Hände und vielleicht auch rissige Nägel, ja, und das ist natürlich gar nicht cool. Wenn du dieses Problem hast, dann nutze einfach regelmäßig eine Handcreme. Und ein Pro-Tipp an dieser Stelle, du kannst die Handcreme ja zum Beispiel bei dir zu Hause direkt neben der Seife platzieren, denn wenn du dich dann gewaschen hast oder deine Hände gewaschen hast, dann siehst du die Handcreme und dann cremst du halt dementsprechend auch direkt deine Hände mit der Handcreme ein und bist dann gut mit Feuchtigkeit versorgt. Nächster Pro-Tipp an dieser Stelle, wenn du auch zum Beispiel sehr eingerissene Nägel hast im Winter, dann probier mal Arganöl aus und schmier Arganöl auf deine Fingernägel oder auf die rissigen Hände. Denn Arganöl ist nämlich nicht nur gut für die Haare, sondern auch gut für die Haut und so kriegst du auch dieses Problem von rissigen Nägeln oder rissiger Haut richtig gut in den Griff. Glaub mir, das wirkt echt Wunder. So, schreib auch gerne mal in die Kommentare rein, welches Problem vor allen Dingen du persönlich hast im Winter. Bin sehr gespannt, mit welchem Problem ihr gerade aktuell zu kämpfen habt. Wenn ich das nämlich weiß, dann kann ich vielleicht auch da explizit nochmal in meinen Videos drauf eingehen. Ansonsten hoffe ich, dass ich euch mit dem Video heute ein bisschen weiterhelfen konnte. Wünsche euch eine wundervolle Winterzeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.